Und dann habe ich einen Typen aufgetan und er meinte, ja, pass auf, wenn du willst, können wir tauschen. Jo Leute, was geht? We're born one. Ist am Start. Ja Leute, ich bin auf dem Weg nach in den Nachbarort, sagen wir mal so. Und heute wird etwas Lustiges passieren. Also, wie soll ich das sagen? Ich habe erstmal Folgendes, was ich jetzt bei der XT gemacht habe, getauscht habe, gewechselt habe, wie auch immer. Erstmal vielen Dank für die zahlreichen Kommentare unter dem letzten Video oder beziehungsweise vorletzten Video. Das letzte Video ist ja schon einige Zeit her. Das war noch so eine Karteileiche. Und das eigentlich letzte Video ist ja dieser TÜV-Termin. Ja, ist ja, also die Kommentare sind ja explodiert, genauso wie die Views. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, fetter Support. Und ja, ich habe auf jeden Fall keinen TÜV gekriegt, wie gesagt. Was habe ich danach getan? Ich habe erstmal mit sämtlichen Leuten gesprochen, auch gegoogelt, was kann ich machen, wie kann ich es machen, den TÜV. Alle notwendigen Sachen habe ich gemacht. Ich habe einen Luftfilter noch vom Vorgänger dazu bekommen beim Kauf gehabt. Den habe ich jetzt einfach mal getauscht. Der alte war nicht super dreckig, aber ein bisschen halt. Da habe ich mir gedacht, komm, hast du eh hier rumfliegen, setze den neuen ein. Neue Zündkerze für 3,50 oder was das gekostet hat, habe ich auch direkt reingetan. Ich habe die Gemischschraube 2 Umdrehungen reingedreht. Die war 3 Umdrehungen draußen. Ja. All das hat allerdings nichts wirklich gebracht. Ich bin nämlich dann nochmal zu einer Werkstatt gefahren. In der Umgebung, da durfte ich für lau nochmal den CO-Wert messen. Und wir haben dann von 11 bin ich auf 8 runter. Der ist aber immer noch deutlich zu hoch. Der darf ja nur maximal 5 haben und 5 ist auch schon viel dann. Heißt also, Problem. Also Vergaser so richtig einstellen. Wir haben ihn aufgemacht, ich habe reingeguckt. Alle Düsen sind noch original, sind okay, da ist nichts dran. Wir haben den Vergaser auf Werkseinstellung eingestellt, immer noch auf 8. Gut. Und dann habe ich einen Typen aufgetan, der gesagt hat, komm vorbei. Und der meinte, ja, pass auf, wenn du willst, können wir tauschen. Nein, Leute, es klingt schlimmer, als es ist. Ich werde die Maschine für eine Nacht tauschen. Und zwar folgendermaßen, hat er gesagt, pass auf, gib mir die Kiste vorbei, ich mach dir das mit dem Vergaser und mit dem TÜV. Wie viel ich dafür zahle, möchte ich jetzt nicht hier preisgeben. Letztes Mal hat das auch schon für Furore gesorgt, wenn man Preise nennt. Ups. Ach, was noch? Genau, was ich noch gemacht habe, ist Kette. Kette habe ich auch noch gewechselt mit Ritzel. Und ja. Jetzt fahre ich zu dem. Warum schreie ich so? Weiß ich nicht. Jetzt fahre ich zu dem. Und dort werden wir dann die Motorräder austauschen. Ich denke mal nicht, dass er gefilmt werden möchte. Deswegen werdet ihr wahrscheinlich gleich einen kurzen Cut sehen. Des Weiteren bin ich aber auch noch auf Mission Brief verschicken, weil ich hatte gestern auf Instagram einen, oder vor letzte Woche, sagen wir mal so, letzte Woche habe ich auf Instagram ein Gewinnspiel gemacht. Und da gibt es 5 Gewinner, die kriegen die neuen OneCrew-Sticker von mir. Die gab es zu gewinnen, einmal in weiß, einmal in rot. Und die bringe ich jetzt zur Post. Die habe ich in meiner Bauchtasche. Jetzt müssen wir nur einen Briefkasten finden. Gerade war ja schon einer da, aber naja, egal. Wir gucken, ob ich die jetzt hier rauskriege, die Briefe. 1, 2, 3, 4, 5. Jo. Also, Briefe sind weg. Gute Reise! Gut, Freunde, Briefe sind eingeschmissen. Ich habe jetzt noch ein Stückchen vor mir. Ich hoffe einfach, es fängt nicht an zu regnen, dass ich das Video auch vernünftig beenden kann, dann gleich mit der anderen Maschine. Er hat nur gesagt BMW, ich bin gespannt, was für eine BMW. Und dann sehen wir uns in einem Cut wieder. Boah, Alter, da liegt ein Stück, was auch immer, Abgas-Ansaugstück. Und da hat einer eine Radkappe verloren und tschüss. Boah, im Gegenverkehr.
und wieder zurück. Da fährt Slalom. Prost, kaputt. Eigentlich könnte ich auch mal filtern, oder? So, Freunde. Das ist das gute Stück. Ich zeig's euch mal eben. Der Seitenständer klappt sich automatisch ein. Das ist eine F650. Ja. Geschmackssache, würde ich mal sagen. Guck, der Seitenständer klappt sich selbst ein. Die Kupplung kommt ultra spät, aber es ist ein butterweiches Fahren. Also die Kiste, auch Vergaser, keine Ahnung, welches Baujahr. Wenn jemand das Reifen sind gewöhnungsbedürftig, hat er gesagt, merke ich gerade, die sind ganz schön schwammig. Sind auch Stollenreifen drauf. Boah, ist der am Stinken, ey. Heftig. Ja, ist auf jeden Fall ein ganz anderes Fahren. Aber die läuft ja butterweich hier, Alter. Freunde, das ist nicht mehr feierlich hier. Sorry, wenn ich so fahre wie der größte Krüppel, aber ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, F650, Leute, müsst ihr mir helfen, ist das ein Ein- oder Zweizylinder? Habe ich jetzt nicht gefragt. Ich hoffe immer noch, es fängt nicht an zu regnen. Morgen oder übermorgen kann ich meine XT abholen. Er kann nichts versprechen, er tut sein Bestes. Und dann schauen wir mal, ob die XT wirklich TÜV bekommt oder nicht. Ich bin echt gespannt, Freunde. Ich hoffe, dazu kommt auch noch ein Video oder kann ich ein Video machen. Denn ich bin nämlich ab nächster Woche im Urlaub. Und dann wird erstmal nichts mehr kommen oder nichts produziert, sagen wir mal so. Alter, das ist echt... Ey, Leute, ich habe die Hand fast komplett offen. Das ist wirklich so ein Müh, was da noch ist an... Fahr mal hier hoch jetzt mal eben. Boah, der Typ ist ekelhaft am Stinken, ey. Gib dir das, was das für eine Ölwolke ist, ey. Warum stand da gerade Sackgasse? Aber die, also F650 gerade, wow, Spiegel bleibt nicht da, wo er sein soll. F650 fährt sich butterweich, ehrlich gesagt. Reifen, hat er gesagt, sind sehr schwammig. Jo, das merke ich. Gewöhnungsbedürftig auf jeden Fall. Aber so... Gasannahme butterweich, der Sitz richtig schön angenehm. Ach, hier sind wir. Wisst ihr was? Dann machen wir mal eine kleine Tour über die Autobahn. Gucken, was da geht. Kamera läuft. Der, wie cool, der fährt mit GS auf die Baustelle. Dann machen wir jetzt mal eine kleine Autobahntour, oder? Ja, muss ich. Yo. Kaum ist der Choke zurückgedreht, aber man spürt ja gar nichts mehr. Null. Warte, kann man das irgendwie, kann ich jetzt irgendwie zeigen, dass man das so wenig rüttelt? Also ein oder zwei Zylinder, ich weiß gar nicht. Könnte natürlich auch ein Zweizylinder sein, aber auch dann müsste der eigentlich rütteln wie Sau. Keine Ahnung, Leute, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich kann so sagen, Butter war ich hier, Muskeltoaster für die Hände, hätte ich mal gesagt. Licht ist an. Ja, also optisch... Ja, lass ich mal so stehen, aber vom rein technischen her echt gut. Ich sehe hier drauf auch echt aus wie ein Clown wahrscheinlich. So mit schwarzem Visier einer brutal machen und dann so eine Kiste fahren. Läuft bei mir auf jeden Fall. Ey, ich stelle mir gerade vor, wie ich hier drauf aussehen muss, Alter. Sieht da so behindert aus. Ich fahre erstmal nur 120. Vollgas! Wow, 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 wow. Der Lenker fing an zu schlackern, das lasse ich lieber. Habt ihr das gesehen, Alter? Also schneller als 120 traue ich mich ehrlich gesagt gerade nicht. Das war ekelhaft. Ja, Freunde, wie gesagt, ich mache das Video jetzt noch schnell fertig heute und dann hoffe ich, dass es, dass ihr in den nächsten Tagen von mir wieder hört, wie es dann mit der XT oder um die XT steht. Ich bin selbst gespannt. Er sagt, er kann nichts versprechen, aber er gibt sein Bestes und ja,
Wenn nicht, habe ich halt wieder Geld in den Wind geschossen. Ich hab's ja. Gut. Also dann, Leute. Haut's rein. Ciao, ciao. Oh, where we belong.